Hallo liebe Karte und Katzen und diejenigen, die eine Karte oder eine Katze haben und willkommen zurück bei The Long Dark. Nochmal ganz kurz das nicht dazugehörige Smartphone weglegen und jetzt wieder zurück ins Spielgeschehen. Ich entschuldige mich manchmal, falls ich ab und zu mal was übersehen sollte, aber das Spiel nimmt mich einfach selber so mit. Da ist es halt manchmal so. So, die Sonne geht bald unter. Und die Frage ist jetzt, ob ich mich hier heute schon rauswagen soll. Weil so weit ist es ja auch nicht, aber da lungern halt zig Wölfe rum. Mich gerade echt überfragt. Guck mal, hier sind noch Häuser. Da ist die alte Schule. Okay, das haben wir ja. Hier oben waren wir auch schon. Ne, da erinnern wir uns dran. Hier sind so sehr viele kaputte Häuslis. Aber. Wir gehen mal raus. So, bitte kein Wolf, bitte kein Wolf, bitte kein Wolf, kein Wolf. Oder ich ziehe das Fell über die Ohren. Übrigens, ich bin krank. Also, falls ich ab und zu mal ein bisschen Husten cutten muss. Das ist krass Deutsch. So, da fliegen schon wieder die Krähen. Ach, guck mal, wie wir da hinten haben. Herr Wolf, Herr Wolf. Irgendwie will ich heute nicht rausgehen, weil es gerade so diesig ist. Ich frage mich, ob bei dem Wasserturm irgendwas liegt. Ob ich da irgendwas übersehen habe, ob da irgendwas Special irgendwas ist. Eigentlich haben wir eine jote Frage, ne? Theoretisch könnten wir hoch zum Radiosender. Ich habe auch wenig Bock drauf. Wir bewegen uns noch mal ganz kurz unseren Hintern nach drin. Okay. Und dann werden wir küken, dass wir das alles gebacken kriegen. Folgendes, und zwar, uns hat doch vorhin so ein Wolf angegriffen am Bauernhof. Hat er uns irgendwas zerrissen? 80%, das geht noch, 85% geht noch. Also unter 80% ist inakzeptabel. Okay, das ist dann tatsächlich schon sehr. Die ist 69. Die schafft 1 Grad. Wir reparieren diese mal. So, reparieren, reparieren, reparieren. So, Wills Mütze. So, sorry, dass ich die ganze Zeit mich nur mit der Kleidung beschäftige, aber das ist halt eben auch ein sehr wichtiger Bestandteil, verstehst du? So, 196, 78. Aktionen reparieren. Ich meine hier vor allem die Schüchen, damit unsere armen Füßlis nicht kalt werden. Sehr wichtig. So, 64%. Ja, anscheinend kriegen wir ja nichts Neues. Außer diese Taumunterwäsche gerade. Von dem her werden wir diese einfach mal reparieren. Das ist unser Netzwerk kaputt. Scheiße, scheiße. Okay. Ja, wir haben so viel genäht, dass wir jetzt schon unser Nähzeug zerschossen haben. Na, Glückwunsch. Okay, dann werden wir jetzt einfach so sehr, sehr lange schlafen, mein Freund. So, Cargo. Ja, die ist 71%. Aber die Cargohose tut mir halt weh. Gerade. So, wir werden einfach mal, sagen wir mal, 8 Stunden schlafen. Gute Nacht. Und ich habe hier übrigens wieder Spekulatius, ne? Also ihr kennt es, wenn der Jong mosert und meckert, dann wird, weil es ist mitten in der Nacht. So, erstmal trinken, einen guten Schluck. Oh, lecker. So, hat er Hunger? Ja, hat er auch ein bisschen Hunger. Dann esse ich mal ein paar Salzkrecker. Lecker schmecker. Und als Krönung des Ganzen nochmal schmeißen wir uns mal ein bisschen Hundefutter rein. Hundefutter. Yum. So. Ich habe noch mal 8 Stunden hin. Gute Nacht. Wieder der geschlagene Wolf.
diese Vorstellung gefällt mir noch immer. Jetzt sind wir irgendwo am Morgen. Es ist, ja, die Sonne geht langsam auf, perfekt. Die Oma hat mir wieder Suppe gekocht. Nee, natürlich nicht. Danke, Oma, ich hab dich doch lieb. So, Story. Okay. Story haben wir. Vertrauen. Worüber möchtest du reden? Mal schauen. Gegenstände geben. Wir haben Stock oder wir haben Verband. Zurück. Verband bringt mir immerhin 5. Okay. 90. Ich glaube, und dann bei wie viel können wir uns das neu holen? So, die graue Mutter. Bei Vertrauen. Bei 125 können wir. Die Position eines Vorratsverstecks wird auf der Karte aktualisiert. Dann haben wir Vorräte. Ah. Vielleicht ist da ja auch ein Gewehr. Cool. So. Bitte kein Wolf. Bitte kein Wolf. Kein Wolf, Wolf, Wolf. Wolf, Wolf. Und kein Sturm. Also Sturm nach Sturm hat es sich gerade nicht angehört. So. Ah, oh, guck mal. Ich hab meinen Knall. Rotes Gummiboot und im Abendrot, und im Morgenrot fahren wir nach Haus. Das ich hab ein Knall. Rotes Gummiboot. Da gab es doch mal sowas auf die SDS, aber darauf will ich nicht eingehen. Das war ja in einem. Oh, guck mal, wir sollten vielleicht mal gemütlich mal ein bisschen was trinken. Wie viel haben wir denn überhaupt noch? Sag mal. Rucksack, da haben wir noch. Zu trinken haben wir da noch 1,3 Liter, das reicht doch noch. So, und als Krönung des Ganzen schmeiße ich mir jetzt hier nochmal so was richtig Ekelhaftes rein. Hier, guck mal, so. Alte Sardinen. Perfekt. Ich fürchte, die wird auch. Doch, die hält noch lange. Oh ja. So, auch Herr Wolf hat irgendwo da hinten rumgelungert. Ich nicht darf rein. Nichts drin. Ich dachte mir, dass das ein Stein ist. Deswegen bin ich jetzt nicht gleich so ausgetickt und habe geschrien: Was? Das ist ein Wolf? So, bei Herr Wolf, lassen wir uns mal hier hinter uns in Koma wie. Wir laufen gerade ganz schön langsam, obwohl wir nicht überladen sind. Das macht mir gerade echt ein bisschen Angst. Aber der arme Junge, der hat auch gerade eben 16 Stunden am Stück geschlafen. Fast. Hat noch ein bisschen was zu futtern gekriegt. Kann ich da hoch? Ich muss in meine Neugier, ne? Die bringt mich irgendwo noch um. Ach, na Glückwunsch. Der untere Teil ist abgebrochen. Cool. Ich glaube, die haben das nur auf der Karte eingezeichnet, damit man sich irgendwie orientieren kann, weil das ja so ein hoher Punkt ist, dass man den auch von überall sieht. So, wir müssen diese blöde Perlenkette jetzt zur Lilly bringen. Toll, die ist irgendwo auf dem Friedhof begraben. Mann, dieser naive Jungspund. Ich hab Durst. Okay, ich bring dir was zum Trinken. Hey, mir ist kalt. Okay, ich bring dir Feuerholz. Ich will Schmuck. Ja, okay, hier hast du Schmuck. So, da aktualisiert sich davon irgendwas. Ja. Da ist ein Auto. Da ist schon, ey, ich sehe schon den ersten Wolf. Also das wird lustig. Ich habe kein Gewehr, ich habe nichts, ich habe eine olle Fackel in der Hand. Beste? Das ist doch so ein Käse, sag mal. So, hier ist kein Wolf, oder? Hier auf offener Flur. Ich mach mal einen Bogen hier rum. Weil Herr Wolf. Ganz ehrlich, also, ja, Wolf, habe ich nichts gegen. Neuer Ort entdeckt, Waldgebiet. Oh, cool. So, ich halte mal leer über meinen Glubschuh in Richtung Wolf. So, oh, Stöckler. Was ist das denn? Tannenholz. Oh. Lass liegen, mein Freund, lass liegen. So. Okay, hier, ich habe schon mal alles gesaved. Das Einzige, wo ich nicht gesaved bin, ist da drüben und nämlich da lungert gerade eben. Guck mal, da lauert das schwarze Fellbiest. Wir haben jetzt genau zwei Möglichkeiten, entweder wir jagen es oder wir lassen uns einfach seinen Seelenfrieden und hauen hier einfach ganz schön schnell wieder ab. Ich fühle schon, dass ich erfahrener bin als damals, als wir hier das erste Mal durchgestapft sind. Trotzdem
spannt sich gerade bei mir jedes kleinste Härchen auf dem Arm. Okay, ich will darauf nicht näher eingehen, ansonsten kriegen die Fangirls hier noch ihre Krise und die Jungs finden sich etwas in ihrer sexuellen Orientierung vielleicht benachteiligt. Beziehungsweise auch bevorzugt, ne? Weiß ich nicht. So, zweiter Herr Wolf. Irgendwo war, hier war nur zweiter Herr Wolf, also du kannst mir alles erzählen, aber nur nicht. So, ich hab eine Frage, Herr Wolf, also if you want to attack me, then you will get fire in your Fresse. Or something like that. Something, okay, hier ist nichts. Okay, bin ich ja mal schon mal beruhigt. So, und wo zur Hölle dahin ist der Friedhof, glaube ich. Ja, guck mal, da ist Herr Hirsch. Ein toter Herr Hirsch. So. Der Kleine. Ich gehe jetzt extra nicht ins Auto, weil das wäre mein absolutes Todesurteil. So, ich sehe hier keinen Wolf. So, das hier ist der Friedhof, oder nicht? Hä? So, ich laufe mal in Richtung. Ich höre hier irgendwo in der Ferne einen Wolf, ich glaube, das ist der da hinten. Karte. Der ist gegenüber der Kirche, das müsste da sein. Okay. Das hier. Wo? Ach, hier. Hallo? Lion Code. Aha! Jetzt kommt eine Szene! So, in der Szene bin ich, ach, kann ich mich immerhin schon mal ein bisschen beruhigen. Liz Barker. War das etwa ihre Tochter? Mission. Ja, toll, und jetzt? Navigation, wo sollen wir jetzt hin? Ja, wir kehren uns einfach mal wieder zurück zur Oma. Du bist doch so ein Idiot. Hier sind überall Wölfe und ich muss jetzt Spekulatius setzen. Du bist doch so ein... Ach. Ich kann die Maus nicht bedienen. Ah. Verdammte Axt, ist sie kein Meter weit! Pardon? Wenn ich wieder leben bei der Oma zurück bin. Ich werde sie knutschen, ihr den Hintern abwischen und sonst noch was. Vorausgesetzt, wenn ich ein Leben dann komme, verstehst du? Und ich bis dahin nicht an einem Herztod sterbe, weil mich ein blöder Wolf aus heiterem Himmel überfällt. Oh. Wir sind schon wieder beim Abstieg. So, Herr Wolf. Ich lasse dich in Ruhe, du lässt mich in Ruhe. Klingt fair, ne? So. Milton! Da kommt langsam der Wasserturm. Korrekt. Ich sehe keinen Meter weit. Verdammte Axt! Ich muss gleich nochmal schauen, ob der da tatsächlich den Ton aufnimmt. Ne, hier lang ging es nicht. So, jetzt ist mir ja alles egal, jetzt renne ich einfach noch da hoch. Ja! Ja, wir haben es geschafft. Ha. Lily was your daughter. You have a good heart, Mackenzie.
You see things others would miss. But the name, Lily Barker, related to the farmer? You said they were liars and cheats. The years have made me angry. Lily was my daughter. Our daughter. Ach, du meine Güte. I am also a Barker. The farmer was my husband. You lived apart. Jetzt wird alles klar, langsam. Our Lily died climbing. She wanted to summit all the peaks on Great Bear. She was young, already very talented. One day she went out alone. I said no, but he said yes. Let her go. She needs to face it alone. So she faced it alone. Oh, and scheiße. Fell. I never forgave him. And the pearls? They were my mother's. I gave them to Lily on her 16th birthday, the year she died. I wanted the pearls buried with her, but her father wanted to keep them to remember her. We fought bitterly and never spoke again. Losing a child is like losing your own life. But now, maybe you can save your friend. And Lily's death doesn't have to be for nothing. How? Take this key. Upstairs, in my Lily's old room, is a trunk with her old climbing things. Take the rope and the map. Follow Lily's path and you'll find the back way through the mountains. It's the only way to find the route to Perseverance Mills. I hope you find her. Ah, okay. Thank you. What will you do? I'm content to sit here and think of my Lily resting with her favorite pearls. Warum hat sie das nicht schon viel früher gemacht? Alleine. Try to come back. Or I'll send help for you. There's bound to be someone out there who can help. My journey is finished. But yours is only beginning. Go. Go and don't think of Grey Mother or Milton. We're of the old world now. The new world is for the strong to survive. Okay. Ach, da ist ihr Gewehr. Och Mann, ich dachte, ich habe das jetzt bekommen. Ach du Scheiße, die hat ihr. Oh, die hat ihr armes Kind verloren. So, aber danke nochmal für die Kleidungsrüstung. Danke Lilly auf alle Fälle. Du rettest jetzt gerade echt meinen und Astrids Hintern. Wo war denn nochmal? Ist das hier Lilly? Ja, hier. Kletterseil. Dieses strapazierbare Seil ist zum Klettern gedacht. Schwere Wolljacke. Abgenutzte Klettersocken. Lillys Karte. Cool, dass sie das schon mal. Kapitel Das verlorene Paradies. Wir wollten noch mal ganz kurz schauen. Und ich wollte noch mal ganz kurz schauen. Auf warte in der Wollflora, das nächste ist tatsächlich hier. Brauchbare Skijacke, die ist schlechter. Die ist getragene Mäcke. Die wird wahrscheinlich auch so 2 Grad hergeben. Aber die ist mit Abstand besser für den. Wir reparieren die und dann. So. Wir haben kein Naked. Ach Mann. Mann.
Okay. Wir machen folgendes. Wir sind jetzt überladen. Ich brauche dringend was zu essen. Ich brauche ganz dringend was zu essen.